Was will der Typ vor allem jetzt hier? Was? Oh, leck mich, das war halt wirklich der Typ. Ja. Ja. Boah, ich muss den Rest im Haus jetzt hinfahren. Da bist du ja, Kazuma Kiryu. Jetzt habe ich dich ja nicht gefunden. Oder heißt jetzt Taichi Suzuki? Wer bist du? Ich bin Ren Higashino, der Qualifizierer der Victory Road. Ah, verstehe. Ja, du bist der, wo Gerüchte über mich verbreitet. Mann, du bist echt stark. Sehr gute Performance, Suzuki-san. Also, willst du in unserer Competition teilnehmen? Nehmen das Angebot nicht an, Kiryu-san. Ich kann immer noch stärker werden. Das weiß ich. Ich werde weiterhin trainieren und dann es mit dir aufnehmen. Ah. Ja, bla bla bla.
Okay, ich wollte gerade jetzt eh gerade gucken, weil diesen Tatsuya anscheinend habe ich habe ihn gerade nämlich gesucht und da standen gerade die Restaurants hin, die man glaube ich durchsuchen muss. Deswegen können wir es dort mal probieren, ob das jetzt funktioniert. Ich habe keine Ahnung, wie das so richtig funktioniert. Also müssen wir jetzt einfach den Restaurants hinlaufen, dann einfach später noch mal zu ihm. Hakatasu ist das erste Restaurant. Hier ist es hier. Guck mal, hier ist immer ein Kampf. Nein, habe ich sogar auch noch erwischt. Wie geil ist das denn? Oh mein Gott! Woher kommt ihr alle? Au! Also sogar eine Golden Plate bekommen. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Oh, da will jemand Verstärkung rufen. Ja, weil das machen die Bastarde eben auch gerne. Und jetzt der nächste Ort wäre Hango Susuyama. Och, das ist ganz da unten. Ja, ganz da unten. Alter.
Was soll das? Ich hab dich nicht mal berührt. Na! Wo ist Udon West eigentlich? Ja, okay, das ist wenigstens in der Nähe. Was? Ich hatte gerade erst einen Kampf. Na, egal. Ah, stimmt, ja, die kann man entfangen. Vergesst das manchmal. Was wieder einen Boss gemacht habe. Die haben nicht mal Angst. Doch. Jetzt schon. Ich hasse es voll, die hauen alle ab aus dem Kampf. Das nervt. Das ist ja übelst nervig. So bekomme ich doch gar keine Erfahrungspunkte. Schon wieder jemand. Zwei random Encounter einfach hintereinander. Hi. Ich habe nicht genug Stuff. Ja. Guck, da ist schon der nächste Random Encounter. Ey, was ist hier los? Ich hasse diese Stadt. Die ist keine tolle Stadt. Jetzt kommt da schon wieder einer. Ich kann. Hä? Ah, nee, also, das war gar kein Gegner. Ah, hallöchen. Oh, hallöchen. Oh, Moment. So, auch noch mit dir. Ach ja, ach ja.
Naja, aber ich meine, man kann über Yakuza 5 sagen, was man will, aber das Combat macht tatsächlich echt Spaß. Wo muss ich da jetzt? Ah, okay, wir sind fast da. Ja, wir kommen halt auch. Da ist schon wieder einer. Da wäre halt schon wieder einer gewesen, ne? Überall sind diese Scheißkämpfe. Da beschwert man sich über drei. Ich finde, das ist schlimm. Hey, welcher Laden war das denn von beiden? Der obere, oder? Nee, der untere. Naja, der letzte Laden ist zum Glück nicht so weit entfernt. Oh, und nochmal ein Kampf. Was ist das denn für ein Slap? Fall nicht mal mit meinem Füßen getroffen, sondern mit meinem Arsch. Okay, und jetzt Udon West. Das ist, glaube ich, aber relativ in der Nähe von dem hier, deswegen ist das sogar relativ okay. Ah, Udon West ist, glaube ich, hier, oder? Exactly. Okay. Oh. Leute! Dafür gibt's Waffen. Das nervt natürlich jetzt, ne? Deshalb frage ich noch einmal, gibt's hier irgendwo. Ja, da gibt's die Telefonzelle. Perfekt. Nochmal ein Random Encounter direkt, das war heftig. Also sogar Victory Road Qualifier. Ja, ich wollte gerade schon härterer Brocken sagen, aber das trifft irgendwie nicht so ganz zu. Er hat halt mehr Leben gehabt als die anderen, ne? Oder? Oh, hier ist gar kein Speicherpunkt. Das war ein Fragezeichen.
Ich wollte vorher sogar noch darauf wetten, dass mindestens 3 Random Encounter kommen. Warum habe ich das nicht gemacht? Weil es ist halt wirklich halt passiert. So, kommen wir jetzt auch langsam an unserem Ziel an. Es ist halt wirklich so traurig, wie viele Items wir haben, ne? Aber wenigstens ist hier ein Taxi, das heißt, wir können hier direkt weg. So, jetzt haben wir endlich unsere 3 Orte. Das hat nur 20 Minuten jetzt gedauert. Ey, es ist halt wirklich so traurig, wie viele Random Encounter das jetzt waren. Es tut mir so leid, hätte ich gewusst, dass das so lange dauert, hätte ich das nicht gemacht. Naja, ist jetzt halt so, ne? Ja, aber dafür ist halt das nächste Mal, wo man ihn treffen kann, ist sowieso erstmal beim zweiten Charakter in Kapitel 4. Also, wir werden ihn sowieso länger jetzt nicht mehr sehen, also ist das okay. Außerdem, das gibt uns Boost, deswegen will ich das halt schon... Hat nicht lange gedauert. Aber es ist wieder ein Victory Road Qualifier, das mache ich dann gerne. Ah, Mann. Lass dich doch mal packen, Jungs. Schon weg. Er ist schon weg. Die Kraft des Schleifens war einfach zu stark für ihn. Jetzt gibt es hier nochmal einen neuen Boss-Gegner, den wir machen kann. Ja, ist doch gut. Ja, nochmal jemand. Komm, ist der letzte jetzt für heute. Au! Auch wieder mit Slappen, Alter. Ey, wir bekommen so viel Bullshit. Guten Tag. Ja. このお店ですか? いただきます。おいしい。
Matteo. Ja. いただきます。素晴らしい。待ってるよ。やあ。このお店ですか。うん、おいしい。So, okay, dann hätten wir das schon mal abgeschlossen. Würde ich sagen, machen wir im nächsten Part weiter bei Yakuza 5 und ciao.